ist der Micha hier. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind auf dem Caravan Salon 2023 und bei Megasat wieder. Denn mit Harald haben wir einen guten Partner, der uns da durchführt. Wie ihr ja wisst, war ja letztes Jahr eure Aktion mit dem Camping Eco und dass ihr aufforstet, wie ihr dort hinten im Hintergrund noch seht. Berichte mal ganz kurz, wie ist es denn gelaufen? Genau. Ja, sehr gut natürlich. Also die Aktion war nicht nur vergangenes Jahr, sondern auch dieses Jahr läuft ja weiter. Läuft weiter? Läuft weiter, genau. Wir haben jetzt schon mehrere Pflanzaktionen gehabt, wo auch unser Geschäftsführer, Herr Melser, und ich persönlich dabei waren, auch mal mit Hand angelegt haben. Ja, und hier in der Rhön dann entsprechend schon über 3000 Bäume gepflanzt haben. Und wir wollen die Aktion also jetzt noch weiterführen. Das ist cool. Das finde ich eine gute Sache. Der Campingman Eco ist ja auch, wie du schon sagtest im Vorgespräch kurz, euer Topseller. Ja. Also wir selber haben auch so ein Modell. Das Video dazu verlinke ich euch mal oben in der Ecke. Wirklich ein sehr schönes, einfach zu bedienendes SAT-Empfangsgerät, wenn man das mal so drumherum sagen darf. Vollautomatisches Satellitenantenne, die halt von der Bedienung her so einfach ist. Man muss letztendlich nur den Fernseher einschalten. Die Antenne wird mit dem Fernseher verbunden über ein Antennenkabel. Sie braucht keine eigene Spannungsversorgung. Genau. Sobald der Fernseher eingeschaltet wird, startet die Antenne mit dem Suchvorgang. Und nach zweieinhalb Minuten kann ich Fernsehen schauen. Und mehr ist nicht zu tun. Genau. Und ich bin flexibel, variabel, weil die Antenne portabel ist. Richtig. Ich kann Hindernissen, Bäumen ausweichen. Und vom, sagen wir mal, Anschaffungspreis auch noch überschaubar mit 799 Euro. Das auf jeden Fall. Ja. Wir werden auch keine Preisanhebung haben für nächstes Jahr, die Antenne. Und das ganze Sortiment bleibt preisstabil. Also die Antenne auch nächstes Jahr wird 799 Euro kosten, in Weiß, in Graphit 829. Genau. Also alle Produkte bleiben preisstabil. Super. Der Caravan Salon, wie immer, ist ja eigentlich die Leitmesse, um was Neues auf den Markt zu bringen. Ja. Ich würde sagen, wir schwenken mal dazu rüber, was es bei euch alles gibt. Genau. Ja, genau. Ja, da haben wir ja schon ein erstes Produkt. Wie wir sehen, als auf jeden Fall eine SAT-Empfangsantenne. Was ist es denn genau? Also, auch unser Campingman, Kompakt 4 ist das jetzt das neueste Modell und ist auch wieder eine Kuppelantenne, die aber zur Festmontage ist, wie auch die Vorgängerantennen natürlich und bietet halt viele Vorteile gegen einem offenen System, weil ich habe beim geschlossenen System keine Windanfälligkeit, gerade wenn ich auch jetzt in Küstenregionen unterwegs bin, in Südspanien zum Beispiel oder auch an der Nordsee, kann ich bei jeder Windstärke Fernsehen schauen, was beim offenen System natürlich ab Windstärke 6, 7 nicht mehr möglich ist. Ja, ich habe Korrosionsschutz vom Salzwasser, wenn ich im Küstenbereich unterwegs bin, das ist auch ganz wichtig. Und ich habe ein Kabelsystem, das heißt keine Steuerleitung wie bei einer großen Antenne. Es geht über ein Koaxialkabel, die Signal und auch die Spannungsversorgung von der Antenne. Super. Ja. Bei der ist dann natürlich auch der Platzbedarf geringer als bei einer großen Antenne, weil bei einer Offset-Antenne habe ich ja den großen Schwenkbereich. Das habe ich hier alles nicht. Ja. Ich habe hier nur tatsächlich diesen Durchmesser mit 55 cm und mehr Platz wird auf dem Dach nicht benötigt. Ja. Ja, und ich habe bei der Antenne, das ist jetzt auch ganz neu, eine deutlich größere Reichweite als bei den Vorgängermodellen. Okay. Also ich decke hier auch komplett die Iberische Halbinsel ab. Das ist also nicht schlecht. Es war noch nicht da gewesen, so eine Empfangsleistung. Ja. Natürlich Italien runter, Kroatien, Albanien habe ich überall beste Empfangsleistung mit der Antenne. Und sie kann 10 Satelliten empfangen und auch wieder mit der Smart IDU, wo ich also übers Handy, übers Smartphone auch die Antenne umschalten kann auf andere Satelliten und auch Firmware-Updates machen kann. Natürlich. Jetzt sehe ich hier zwei Anschlüsse. Ja. Da schwenken wir dann gleich mal hin. Das heißt, man kann zwei verschiedene Geräte anschließen? Beim Twin-Anschluss kann ich zwei Fernseher unabhängig voneinander betreiben. Genau. Ja, okay. Und die Antenne wird als Single-Variante, wird sie 999 Euro kosten, unverbindliche Preisempfehlung. Auch das ist natürlich ein sehr, sehr attraktiver Preis. Ja. Ist es denn auch so, klar, wir reden jetzt über Caravan und Wohnmobile und so weiter, aber man könnte sie doch theoretisch auch auf dem Boot platzieren, oder? Im Binnengewässer. Ja. Im Binnengewässer ja, wegen dem Korrosion. Wir haben für Salzgewässer haben wir spezielle Antennen. Ja. Das sind, die heißen Seaman. Und die sind dann auch komplett für Yachten, auch von der schnellen Nachführung geeignet. Okay, super.
Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal zu den nächsten Produkten. Ja. Ja, jetzt sind wir an der Fernsehabteilung, den ja Megasat auch anbietet. Und auch da haben wir schon einige Videos gedreht. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung dann auch nochmal. Was gibt es denn da an neue Produkte? Also wir sehen hier die Royal Line 4 Smart Serie, ist also die Nachfolge von der 3er Serie, ja. Logischerweise, ist auch schon erhältlich im Markt ab sofort und hat vom Betriebssystem Android 11, vorher hatten wir Android 9, jetzt haben wir Android 11, schnelleres Betriebssystem, neue Boards natürlich mit neuester Software, schnellere Software, bedienungsfreundlicher nochmal. Und aber trotzdem auch wieder preisstabil, das heißt auch die Nachfolgemodelle haben keine Preise und kosten das gleiche Geld wie die Vorgängermodelle. Das finde ich gut von euch, also dass ihr das so macht. Viele machen ja dann ein neues Modell und dann exorbitante Preise dann wieder höher, bloß weil es ein bisschen was Neueres ist. Nein, finde ich gut. Aber ihr seht ja auch die unterschiedlichen Größen, die wir haben. Das ist der kleinste, denke ich mal. Ja, 19 Zoll. Genau. 22 Zoll, 24, 32. 32 Zoll. Also mit 32 Zoll kann man schon ordentlich im Wohnwagen was sehen oder im Wohnmobil, wie auch immer. Genau. Und dann kommt ab Januar nächsten Jahres, also ab 1. Januar, noch eine weitere neue Serie. Das ist dann Royal Line Premium. Das ist dann mit randlosem Design, randloses Gehäuse, mit WebOS-Betriebssystem und mit dieser Magic-Fernbedienung, die man auch mit Maus und dann besser bedienen kann, noch besser bedienen kann. Und da beginnen wir dann mit 22 Zoll. 24 Zoll, 27 Zoll, dann noch ist eine Größe, die gewünscht wird und die Nachfrage immer mehr kommt und auch 32 Zoll. Also randlos finde ich ja sehr edel. Ja. Also ja, das macht schon viel aus. Aber ihr könnt natürlich auch Zubehör, wie ich hier sehe, eine Soundbar dazu mit passendem Halter. Genau, der Halter ist im Lieferumfang immer dabei. Wir haben ja zwei Soundbars mit unterschiedlichen Leistungen. Ja. Und die hier, die ist jetzt das Klangwunder 5, nennt sich die, kostet 79,90 UVP und ist auch mit Bluetooth. Ja. Und die Halterungen sind im Lieferumfang eben immer dabei, dass ich die dann bequem am Fernseher montiere. Macht auch einen sehr guten Eindruck, also wenn man es schön unten drunter setzen kann, also finde ich sehr stylisch. Ja, und da rutschen wir gleich ein Regal weiter, denn da gibt es ja auch noch ein bisschen was Neues. Ihr macht ja nicht bloß Satellit und Fernsehen, sondern bei euch kann man natürlich auch was fürs Internet bekommen, damit eben diese schönen Fernseher auch smart bleiben oder smart werden. Habt ihr welche Lösung ganz genau? Genau, also das ist das mobile Internet, damit ich in meinem Reisemobil, in meinem Fahrzeug eben mein eigenes Netzwerk erzeugen kann, das dann passwortgeschützt ist und ich letztendlich auch nur eine SIM-Karte benötige und dann alle Familienmitglieder sich dann hier anmelden können über das Passwort an den Router. Und weil vorher war es so, jeder hat ein Handy, jeder braucht eine SIM-Karte in seinem Handy, vier SIM-Karten bei oder größeren Familien noch mehr. Genau. Hier brauche ich natürlich nur noch eine. Ja. Ja. Und dann haben wir jetzt, da schon seit letztes Jahr, das ist das also 4G-System mit 4G-Router und der Antenne und ein SIM-Kartensteckplatz. Jetzt kommt zum 1. Januar das 5G-System. Ah, wunderbar. Da habe ich auch zwei SIM-Kartensteckplätze. Ist eben 5G für noch schnellere Verbindungen. Bei 5G kann ich natürlich bis 3,3 Gigabit Geschwindigkeit haben. Und das ist der Vorteil von der Geschwindigkeit her. Muss jeder für sich selber entscheiden, was er denn wirklich braucht. Für Streaming-TV braucht eigentlich 15 bis 20 Mbit pro Sekunde, reicht auch ein 4G-System, muss man für sich selber abwägen. Ja. Neu ist die Antenne auch bei dem System, ist etwas größer, ist jetzt noch der Prototyp, wird dann genauso weiß vom Gehäusefarbe sein wie bei der Antenne. Ja. Hier haben wir zusätzlich natürlich das MIMO-System, das heißt viermal die Antennenleistung und ich habe zusätzlich in der Antenne DAB Plus. Und eine GPS-Antenne. Das ist schon von Vorteil, ja. Genau. Was ich auch gut finde, ist die 2-SIM-Variante. Denn da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ins Ausland fahrt, eine ortsspezifische SIM-Karte einlegen. Was weiß ich, ihr fahrt nach Kroatien oder so, kauft euch dort eine Prepaid-Karte und könnt die da einlegen. Und man kann ja sicherlich dann auch wechseln oder sucht er sich das dann automatisch? Kann man wechseln. Kann man dann einfach wechseln und sagen, sollst nicht SIM-Karte 1 oder 2 nehmen. Wunderbar. Finde ich super Sache. Also, Leute, bestellt euch oder
euren Katalog kann man ja auch runterladen, oder? Natürlich, auf unserer Homepage www.megasat.tv sind natürlich die Kataloge alle als Download verfügbar. Genau. Ganz klar. Dann ladet euch das runter. Ich verlinke unten nochmal die Adresse, damit ihr das dann auch dementsprechend findet. Und das sage Harald, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, jetzt auf der Messe. Ich meine, heute ist noch ein bisschen ruhig, aber morgen zum Samstag wird es dann bestimmt richtig knallen. Heute ist ja Preview Day, limitierte Anzahl. Ich sage danke. Gerne. Ich sage auch danke, dass ihr zugeschaut habt. Einen Daumen hoch wäre nicht verkehrt. Abonniert gerne den Kanal und drückt die Glocke, da verpasst ihr kein neues Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.